Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Ja, es ist schon wieder eine Weile her, aber wir spielen es mal wieder, denn der gute Josh, der streamt da dauernd Super Mario Maker 2 und der hat anscheinend ein cooles Level entdeckt und das hat er mir dann gleich erstmal geschickt und meinte, ich soll es mal spielen und das hat die Nummer, die ihr da gerade seht. Ich bin gespannt, was das für ein Level ist. Ich habe es bei ihm nicht gesehen gehabt, von daher alles cool. Von einem Japaner mal wieder und es heißt Kuribo no irgendwas. Kuribo ist ja erstmal von Yu-Gi-Oh! Goombas Great Adventure, aber vielleicht heißen die Goombas in Japan auch Kuribo. Kuribo. Man weiß es nicht. Difficulty 1 Stern. Hat auch eine sehr hohe Abschlussrate, aber scheint schon gut angekommen zu sein soweit. Ich meine, wenn das so viele Kommentare hat, holy shit. Fehlen nicht mehr viele Kommentare, bis da nur noch 99999999999 steht. Okay, alles klar. Der Weltrekord-Typi sieht schon mal richtig cool aus. Sein Mii gefällt mir richtig gut. Ah, etwas so eine Transe, die aussehen will wie Peach. Das ist sehr sympathisch. Okay, ja, dann schauen wir mal, was der Josh mir da tolles gegeben hat. Goombas Adventure hieß das, ne? Heißt, wir haben wahrscheinlich wieder diesen Goomba da als Kumpel. Hallo? Lebe ich noch? Hallo? Ich weiß nicht, was ich mache. Ich bin runtergefallen und jetzt bin ich hier unten. Da! Unser Goomba! Hallo, kleiner süßer Goomba. Wo läufst du denn hin? Kann ich was? Ich kann Sachen machen. Okay, ich bin nicht im Bild, aber ich muss jetzt den Goomba hier sein Leben verbessern oder so. Okay, okay. Ich hoffe, das funktioniert unten alles automatisch. Das ist so cool, wenn Sachen passieren, die man so... Okay, verstanden. Die man so gar nicht sieht. Im Hintergrund passieren irgendwelche Sachen, aber man weiß nicht genau, was und warum und überhaupt. So, haben wir gewonnen? Ich hoffe schon. Okay, der Goomba wird jetzt da nach oben geschleudert und dann geht er jetzt auf die Powerblöcke oder dann ist hier wieder alles cool. Ah ja, so ein ähnliches Prinzip hatten wir ja schon mal mit einem Koopa, wo der Koopa quasi uns auch immer geholfen hat, damit wir weitergehen konnten. Und diesmal ist das halt so, dass wir den Goomba nach Hause bringen müssen. Goomba nach Hause telefonieren. Also warte, wir schließen das hier mal kurz. Das war nicht gut. So, und jetzt wenn er nach... Ach, er geht gleich wieder nach oben. Sag das doch. Wir müssen das hier halt gut abtimen. Und zwar jetzt. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Aber es hätte gut aussehen können. Nein. Warte. Geh noch mal ganz schnell hoch. Ja. Okay, es hat funktioniert. Aber es muss zweimal funktionieren, ist die Sache. Nein. Lass den nicht zurücklaufen. Okay, jetzt. Nein. Das ist gar nicht so einfach. Okay. Und jetzt. Okay, ich mach das viel zu früh. Ein Glück bleiben die so lange nach oben. Jetzt vielleicht. Okay, wenn er also gerade runterfällt. Okay, haben wir auch geschafft. Das Einzige, was man hier halt falsch machen kann, ist eigentlich, dass die Zeit abläuft. Da ist ein Zwischending, nehme ich mit. Ich als Toad und Goomba-Retter. Ich habe ja auch eine kleine Verbindung zu Goomba, denn der sieht auch aus wie ein Pilz. Und ich als Toad, oh, bin natürlich auch ein Pilzkopf. Oh, hier kann man natürlich doch noch verlieren, wenn man hier verkackt. Oh, kann er da runter? Okay. So, jetzt muss er da wahrscheinlich auf die Plattform rauf. Oh mein Gott, ist alles knapp hier. OMG, ich will nicht, dass mein Goomba stirbt. Goomba, du musst leben. Du musst leben. Oh, wenn er hier runterfällt, dann tötet er uns natürlich auch, ne? Oder so, man weiß es nicht. Das ist so cool. Ich wüsste so gerne, was unterhalb des Levels gerade passiert mit mir. Oh, okay, Battle. Warte, was? Als ob die Goombas so einen Riesenpilz mitnehmen können. Bitte, was? Das wusste ich nicht mal. Und der hat mich auch groß gemacht. Guck mal, Goomba, jetzt sind wir beide groß. Oh, guck mal, da kommt noch so ein Riesending. Okay, kannst du leider nicht mit dir, der will nicht. Der hat gesehen, oh, da ist schon ein Goomba ganz groß. Dann gehe ich mal lieber wieder in die andere Richtung. Hä, wie cool. Und das hat sie... Ja, jetzt sind wir beide. Richtig krasse Leute. Geil, Goomba. Goomba, kommst du noch nach unten, dass wir beide gleichzeitig ins Ziel gehen? Goomba, komm mit. Ich will, dass wir gleichzeitig ins Ziel gehen. Okay, dann nicht. Ja, also von der Idee her ganz geil. Ich glaube, ich habe sogar noch so ein ähnliches Level irgendwo. Ich komme mit diesem Mii nicht klar. Diese Prinzessin Peach, die aber ganz offensichtlich ein Mann ist. Ja, aber diese Adventure-Dinger kommen auf jeden Fall anscheinend recht gut an bei der Community. So, schön. Ich habe nämlich noch eins, das vielleicht ein bisschen länger dauert, wenn ich es finde. Ja. Das hat mir mehr oder weniger der Lenz geschickt, bei dem ich auch ab und zu mal in den Stream reingucke. Ich gucke irgendwie sehr viel Mario Maker 2 Streams, muss ich sagen. Ich guck's mehr, als es selbst zu spielen. Voll doof. Okay, es ist ein Level von einem Deutschen, das noch nicht so viel gespielt worden ist. Und man soll mindestens vier der Squib Squeaks, so heißen die, okay, diese laufenden Mäuse töten. Und wenn man
5 hat, dann kriegen wir noch einen Bonusraum. Kriegen wir doch hin. Spielen. Wir müssen 4 dieser Hopsmäuse im Deutschen. Hipscreeps, Hopsmäuse. Müssen wir töten. Und ich habe einfach nur gesehen, dass man hier halt quasi, genau, die Mäuse da steuert und die mimiken halt, wie du dich bewegst. Beziehungsweise sie laufen von sich aus oder zu dir hin, da bin ich mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hüpfen sie, wenn du auch hüpfst. Und das finde ich richtig cool. Das heißt, ich bin jetzt am oberen Bildschirmrand. Um das alles mal ein bisschen im... Oh no! Im Stil hier zu halten. Und immer, wenn ich hüpfe... Ah, man kriegt einen Schlüssel. Ah, so läuft das hier. Okay. Und immer, wenn ich laufe... Nee, wenn ich hüpfe, dann hüpft er halt auch. Und am Ende stirbt er dann einfach trotzdem, weil einfach ein Maurer gedacht hat, yo, den mauern wir mal ein, bei lebendigem Leibe. Mega gut. Ah, und hier wird jetzt angezeigt, wie das nächste Level aussieht, oder was? Okay, also erst langsam. Und dann ganz schnell. Okay, und wir müssen halt immer wieder rüberhüpfen. Ich fand das Prinzip eigentlich ganz cool. Hier wird sogar mit den Sternen angezeigt, wie viele man geschafft hat oder in welchem Level man ist. Wir sind... Wow, okay. Wir sind jetzt gerade im Level 2 von 6. Okay, 6 Dinger und man muss nur 4 schaffen. Ist auf jeden Fall cool. Wie würdet ihr so ein Level-Design bewerten? Oh, das war knappi. Ich finde das eigentlich ganz cool. Wenn ihr übrigens mal noch mehr Level von diesen Mäusen kennt, ich würde richtig gern noch mehr dieser Maus-Level spielen. Okay, das war sehr einfach, muss ich sagen. Weil damit kann man bestimmt richtig coole Sachen machen. Ja, Level 3. Was ist hier der Plan? Ganz schnell hoch und dann langsam. Okay. Sieht aber auch nicht so schwer aus. Alle. Oh, das war... Okay, hat gepasst. Ja, wir müssen halt so lange überleben. Ich hüpfe doch gar nicht. Wer ist die ganze Zeit gehüpft, obwohl ich nicht gehüpft bin? Oh, RIP, kleiner Freund. Was ist denn, wenn ich jetzt hier rausgehe? Ich kann gar nicht rausgehen. Wo bin ich denn überhaupt? Kann ich nochmal zurückgehen? Hä, ich komme nirgendwo rein. Ah, ich glaube, da ist eine Wand. Ja, da wird eine Wand sein, dass ich da nicht weitergehen kann. Okay, so also einfach kackt. Ich weiß nicht, warum er die ganze Zeit gehüpft ist. Vielleicht ist das schlechtes Level-Design. Man weiß es nicht so genau. Na gut, was ist hier der Plan? Oh, der geht wieder zurück. Und dann doch wieder vor. Okay, also wenn er rot ist, dann müssen wir hüpfen. Bei blau ist egal, glaube ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, jetzt ist rot. Was war rot nochmal? Hüpfen, ne? Alter, der trollt ja richtig. Auf jeden Fall muss man so lange überleben. Hä? Okay, ich raff's nicht, Leute. Das ist ja super schwer. Wie da oben die Rakete umherdüdelt. Aber ich verstehe nicht, warum ich auch nicht zurückgehen kann. Was passiert denn, wenn ich jetzt wieder zurückgehe? Lebt er dann vielleicht wieder? Spawnt er neu? Das wäre doch mal was. Ich glaube, er lebt. Ja. Hey, man kann sich einfach die Schlüssel erschießen. Wie dumm ist das denn? Weil er sofort wieder das Ding trifft. Okay, dann ist das leider kein gutes Level-Design. Okay, hier mit Röhre durch und so. Ich hätte vielleicht gucken sollen, ob das schnell oder langsam ist. Man sieht ihn nicht, aber... Oh, jetzt hier fehlt er ganz. Hä? Nein, jetzt fehlt hier einfach alles. Okay, man darf anscheinend doch nicht cheaten, oder was? Hier fehlt Stuff. Hä? Okay, wie hat er das denn gemacht? Entweder hier fehlt wirklich irgendwas, aber das kann ja gar nicht sein. Oder hätte ich hier durchlaufen müssen? Moment, was? Okay, nochmal Neustart. Ja! Hui! Tschakadu! Hüpf! Meine kleine Maus! Rip. Rip, Mäuserich. Tut mir leid. Das müssen wir mal gucken, ob das hier funktioniert. Diesmal hüpft er nicht einfach so. No! Okay. Doch, jetzt hüpft er wieder die ganze Zeit. Ich verstehe aber nicht, warum. Also hier ist irgendwas kaputt. Ich weiß nicht genau, was. Aber hier ist irgendwas kaputt. Und ich kann mir jetzt den Schlüssel hier klauen. Aber dann ist in der nächsten Röhre irgendwie alles kaputt. Ich weiß aber nicht, warum. Wisst ihr was? Wir stehlen uns den Schlüssel hier nochmal. Das hat ja eben auch so gut funktioniert. Dafür müssen wir ja einfach nur hier hin und der schießt dann da drauf und dann kriegen wir auf jeden Fall den Schlüssel. So, haben wir 3 Schlüssel. Und jetzt dürfen wir, glaube ich, einfach nicht in die nächste Tür rein. Weil sonst geht da alles kaputt. Ich glaube, jetzt funktioniert das nämlich doch wieder. Ja, jetzt geht wieder alles. Okay, weil ihr seht, der eine... Aber das ging auch vorher schon, ne? Ach, keine Ahnung, Leute, ich verstehe das hier alles nicht. Das hier sowieso alles voll trollig. Aber die eine Rakete steht halt auf so ein Teil drauf. Auf so einen Block, der zu einer... Wow, einer Münze wird. Wenn der P-Switch aktiviert ist. Okay, wieder Troll. Und jetzt ist er sowieso tot, deswegen ist egal. Ja, und damit haben wir es schon eigentlich geschafft. Ah, okay, der war einfach instant tot. Wollen wir uns den auch noch holen? Ja, komm.
Easy game. So, haben wir alle 5 Schlüssel. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh, es kommt noch was? Ach, es gibt 6 verschiedene Dinger. Okay. Aber mit 5 kriegt man schon Bonus, hat er gesagt. Okay, was ist hier der Plan? Das Ding wird von der Wolke rübergeschleudert. Und das Teil ist aber sehr schnell. Heißt, er muss hüpfen, sobald die Wolke das Ding da berührt. Wie nennt man denn sowas? Laufband. Wow, er wird einfach nach vorne geschleudert. Hä, er läuft aber auch zurück? Hä, warum das denn? Wieso macht die Maus das? Sind die Mäuse so? Oh, RIP. Der Schlüssel ist bei so weit runtergefallen. Kann man nur 5 Schlüssel haben? Sind die Mäuse so programmiert? Der Schlüssel ist halt echt runtergefallen. What the hell? Aber ich hab's doch geschafft. Aber sind die so programmiert, dass sie einfach die ganze Zeit laufen wollen? Jetzt wirklich? Das fände ich interessant. Ich habe halt gar keinen Plan, wie diese Mäuserichs funktionieren. Beziehungsweise die programmiert sind. Ich habe noch einen Schlüssel. Ich könnte mir hier noch das Geheimnis angucken. Das machen wir auch auf jeden Fall. Ich habe ja nicht umsonst gescheatet. Ja, eine 50er-Mütze. Und ein Leben. Und noch ein Leben. Ja, geil, ey. Oh, geiles Geheimnis. Und hier. Cool, haben wir das Level auch. Uns zumindest ganz angeguckt. Yeah! Okay, das waren noch 2 chillige Maps, möchte ich meinen. Ja, an sich finde ich die Idee aber trotzdem ganz cool. Wie findet ihr das, Leute? Ja gut, dann waren das 2 chillige Level, wo man nicht wirklich verkacken konnte. Also 2 hohe Abschlussraten auf jeden Fall. Aber ich wollte euch auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Einmal, weil Josh mir das eingeschickt hat und weil das zweite Lenz mir irgendwie eingeschickt hat. Ja, ich hoffe, ihr beide seid zumindest zufrieden. Ansonsten wird, glaube ich, in der nächsten Folge mal wieder ein GLP-Level gespielt, weil sich das einige gewünscht haben. Ich bin gespannt, ob ich es erstens schaffe und zweitens, ob ich da wieder 5 Stunden verbrauchen muss, um überhaupt zu schaffen. Aber ja, da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Wenn ihr den Part nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wenn euch dieser chillige Part gefallen hat, lasst auch ein Like da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.